Mademoiselle, ich wollte Sie nicht erschrecken. Komm gut, meine Schuld. Ist ja nichts passiert. Kommen Sie bitte. Na los, los. Wer ist dieser Konrad? Er war ein Jugendfreund meines Vaters. Sie haben sich schon von meiner Geburt verkracht. Ich habe mein Leben gelebt und er seins. Das ist alles. Du hast dich nicht verändert. Du dich auch nicht, Elisabeth. Dasselbe Lächeln. Konrad ist verrückt. Für solche Fälle ist der Staat zuständig, nicht wir. Ich habe schon seit einiger Zeit immer wieder kleine Gedächtnislücken. Heißt das, er wird alles vergessen? Die Gegenwart, die unmittelbare Vergangenheit, ja. Aber die Erinnerungen aus seiner Kindheit, die bleiben. Erkennen Sie mich nicht wieder? Ich bin doch Philipps Frau. Aber ja, die Welt ist klein. Worauf wartet er? Auf irgendwas warten wir alle. Es wäre sehr gut, wenn man ihm Fotos zeigen könnte. Ich besitze nicht viele Fotos. Außerdem hebe ich sie nicht auf. Das da bin ich. Mit Tommy. Da sind wir in Venedig. Wir waren nie in Venedig. Daran würde ich mich doch erinnern. Ich, Idiot, habe ihn damals verlassen. Und heute verlässt er mich. Konrad! Ich glaube, du weißt nicht besonders viel über deine Familie. Keine Angst. Morgen habe ich das alles wieder vergessen.